Berlin ist quasi heute komplett lahmgelegt. Hier in der Innenstadt ist es echt schwer, im Verkehr durchzukommen. Und das hat auch einen guten Grund, denn Fridays for Future ruft mit mehreren Verbänden zum Großstreik auf, rund ums Brandenburger Tor. Und hier befinden wir uns. Viele Leute sind auf den Straßen. Man hört laute Musik im Hintergrund. Ja, die ganze Aktion begann heute eigentlich auch schon relativ früh. Und zwar ein paar Aktivisten haben sich an der Autobahnausfahrt Alboinstraße an die Brücke gehangen. Und da war meine Kollegin Claudia Pattatsch und hat mal mit denen gesprochen. Es wird immer lauter. Wir haben heute am Klimastreiktag ein Transparent über der A100 entrollt. Die A100 ist die zweitmeist befahrene Straße hier in Deutschland, also eine der dreckigsten Straßen hier in Deutschland. Unser Transparent hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden hier gehangen. Darauf stand, saubere Autos sind eine dreckige Lüge. Und damit wollen wir sagen, dass wir die Verkehrswende jetzt einläuten müssen, dass wir eine schnellere Verkehrswende brauchen und dass wir schnell von PKWs auf S- und U-Bahn und auf Fahrräder umsteigen müssen. Die Aktion dauerte nicht lange, zeigte aber Wirkung. Schon 1,5 Stunden nach dem Anbringen des Plakats griff die Polizei ein. Die Botschaft der Klimaaktivisten ist trotzdem klar geworden. Klimaschutz beginnt beim Umdenken. Danke, Claudia, dass du da so früh schon hingefahren bist. Auf jeden Fall eine sehr interessante Aktion. Und hier findet schon die nächste interessante Aktion statt. Und zwar haben ein paar Kinder einen Panzer besetzt. Guck mal dahin. Ja, und ich werde jetzt mal ein bisschen hier rumgehen und fragen, was denn die Leute sich von dem Tag so erwartet. Kommt mal mit. Mal sehen, wen wir so treffen. Hi, dürfen wir euch mal ganz kurz stören? Nein? Darf ich dich kurz stören? Wollen nicht gestört werden. So, die Gruppe hier hinter mir, die sieht mehr nach Aktivisten aus. Wir fragen mal die, was die von dem Tag heute so halten. Hi! Hallo! Hi! Seid ihr hiermit von der Gruppe? Genau, wir sind von der Gruppe gerade ein bisschen wieder im Vorbereitungsstress. Genau. Ist anstrengend? Ach, ist jedes Mal viel zu tun. Aber es steht alles, ja. Ihr seid sozusagen ready. Wir sind fertig, können losgehen. Was erwartet ihr euch von dem Tag heute? Dass viele Menschen sich jetzt so fürs Klima einsetzen, also dass viele auf der Straße sind und eine kraftvolle Botschaft halt ans Kanzleramt schicken. Und dass da jetzt mal wirklich Ergebnisse kommen. Hey Tom, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin total motiviert. Wie läuft's? Es sind viele Leute da, ne? Es sind, glaube ich, super viele Leute auf dem Weg, der S-Bahnhof, alle mit Öffis unterwegs. Ich erwarte viele Menschen. Ich bin heute auch mit Fahrrad gekommen, die 20 Kilometer. Ich habe gesagt, man muss ja was tun fürs Klima. Bist du auch mit Fahrrad hier? Genau, ja. Geil. Und was erwartest du dir heute von dem Tag? Ja, wir erhoffen uns natürlich doch noch gute Ergebnisse aus dem Klimakabinett. Aber das ganze Gemunkel, was man so hört, das lässt sich so viel sagen. Aber ich glaube, der Druck der Straße wird den PolitikerInnen für die nächsten Wochen noch mal ordentlich Feuer unter den Hintern geben. Werdet ihr heute auf der Straße bleiben, bis das Klimakabinett beendet ist? Das kann ich sagen, weil ich weiß nicht genau, wie lange die Herrschaften brauchen. Zeit ist ja nicht so deren Stärke. Sie brauchen seit Monaten ja viel zu lange. Ja, okay. Aber ihr macht euch heute laut. Und erst hier der Protest, denn drüben ist noch Potsdamer Platz, nachher auch noch ein Protest der Berliner Clubs. Seid ihr da auch mit involviert gewesen und da haben die gesagt, ey, komm, wir schließen uns einfach an? Also es ist ein sehr breites gesellschaftliches Bündnis heute hier vor Ort. Gewerkschaften, Kirchenverbände, wir haben die Seebrücke mit dabei, was mich so besonders freut. Und die Berliner Clubs haben einfach einen eigenen eine Demonstration aufgerufen. Was genau da passiert ist, hat nichts indirekt mit uns zu tun, aber wir sind natürlich solidarisch, denn der heutige Tag steht im Namen des Klimas, alle fürs Klima. Genau. Was wird jetzt hier passieren? Ihr habt eine Bühne aufgebaut, ihr habt lauter Umzugswagen, was wird passieren? Also wir haben eine Stunde Auftaktkundgebung, wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen länger, weil die Leute immer noch eintrudeln müssen. Und so gegen 13 Uhr soll es dann losgehen auf die Demo-Route. Wir laufen ungefähr 4 Kilometer und dann kommen wir wieder hierher zurück zum Brandenburger Tor und machen nochmal eine Stunde quasi Endprogramm, um zu zeigen, dass wir alle zusammenstehen und für die Klimakrise einstehen und für Klimagerechtigkeit kämpfen. Wird langsam warm hier, oder? Schwitzt du nicht in dem Trikot? Ja, nee.
Aber es ist schon sehr gut durchgeschwitzt. Also ich glaube, die Leute sollen hier was tun, oder? Sonst schwitzt er. Ihr müsst was tun, ne? Wenn alle mitmachen, hat es größeres Gewicht. Auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch wichtig, dass die jungen Leute auf die Straße gehen, oder? Und wir helfen ihnen. Und wir stehen an ihrer Seite. Bin ich versteckt? Ja, ich bin versteckt. Ja, schön, du bist mir versteckt. Aber schön grün. Ja, ne? Was bedeutet es dir, heute hier zu sein? Ich finde es eine wichtige Sache, dass wir uns dafür erwärmen, dass wir nicht das Klima mehr erwärmen, sondern dass wir die Herzen erwärmen. Und dann geht das Klima nämlich automatisch wieder in die richtige Richtung. Weil wenn wir das mit dem Herzen fühlen, dann können wir die Erde gar nicht kaputt machen. Das können wir nicht. Ja, der Protestzug hat sich jetzt hier schon in Bewegung gesetzt. Es sind wirklich extrem viele Menschen. Kommt einfach mal hoch, wir gucken uns das an. Schön, dich hier zu sehen. Was bedeutet dir die Veranstaltung? Naja, selbstverständlich, dass wir beide uns hier sehen und natürlich noch viele andere. Und das sind doch, glaube ich, sehr viel mehr, wie angekündigt worden. Also mit 10.000 ist nicht. Das geht hinten bis zur Siegessäule durch. Ich glaube, das ist eine Wahnsinnszahl. Ja, was es mir bedeutet, na klar muss man dabei sein. Das Thema ist einfach so wichtig. Es ist das wichtigste Thema überhaupt, auch wenn es von vielen klein geredet wird. Und es ist einfach begeisternd zu sehen, wie viele junge Leute hier, aber heute zum ersten Mal auch ganz viele Omas und Geschäftsleute im Anzügen. Und also aus allen Gesellschaftsschichten sind Menschen hier. Das ist großartig. Ja, wir haben auch schon gesehen, wir waren gerade oben und von oben ist ja bis zum Horizont Menschen. Was denkst du, was bringt das Klimakabinett? Ist ja heute auch noch ein großes Thema. Naja, ich denke, die haben erstmal die Fenster vorhin zugemacht, weil nämlich bevor es hier um 12 Uhr losging, waren ja ganz viele auf der Wiese vor dem Kanzleramt. Die werden wahrscheinlich Fenster zugemacht haben, weil es tierisch laut war. Und ob die das da drin beeinflusst, ich denke schon, aber was dabei rauskommt, werden wir sehen. Ist ja clever gemacht. Die Ergebnisse kommen vielleicht erst dann, wenn hier vorbei ist, vielleicht auch noch während. Mal gucken. Zerstören unsere Umwelt! Zerstören unsere Umwelt! Nur für ein Batzengeld! Nur für ein Batzengeld! Woran wir unsere Zukunft sehen? Woran wir unsere Zukunft sehen? Erneuerbare Energie! Erneuerbare Energie! Is that stressful for you, so many people here around? No. No? What do you think about it? Ganz schön laut hier, oder? Ja. Warum bist du hier? Wegen dem Umwelt. Wegen dem Umwelt? Wegen das Umwelt, okay. We need to find a horizon to win. No, we need to build a better future. And we need to start right now. We need to build a better future. And we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We've got to solve it, get involved and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to build a better future, and we need to start right now. Yo, was bedeutet es für dich, heute hier zu sein? Also, ja, wir wollen, dass unsere Kinder und dass die Welt erleben können, wie wir sie heute erleben, so schön und nicht, dass man so jeden Tag mit der Hitze und so, das kann man ja gar nicht erleben. Super, was heißt die Aktion? Was ist das mit dem Affen? Ist von BOS, der Borneo Orang-Utan Survival Foundation, eine NGO, die sich für den Schutz der Orang-Utans auf Borneo einsetzt. Ah. Findet, dass ihr Lebensraum zerstört wird, dass sie teilweise unter perversesten Umständen als Sexsklaven gehalten werden. Kohle, stopp! Also, da ist ein brennendes Haus und wo drauf Stopp steht. Okay, und du hast ja auch noch so eine Grafik da. Was ist das? Also, da ist Grafik. Also, da steht auch noch drauf,
wie die Klimawelle da ist. Wie laut seid ihr? Ich bin laut. Ja? Wollt ihr heute richtig laut sein? Ja! Und warum seid ihr laut? Weil Baum! Weil Baum? Wie stolz seid ihr? Sind extrem viele Menschen. Sehr stolz. Mehr als ich dachte. Wohin ich auch sehe, ich sehe kein Ende an Menschen. Wir haben vorhin mal so ein bisschen zur Siegessäule geguckt, aber einfach nur eine Menschenflut, so wie auf der Love Parade zu landen. Ja. Na, hoffentlich nimmt das nicht das gleiche Ende, aber wir sind ja alle cool drauf und ich glaube, hier fängt keiner an zu rennen und es gibt irgendwie Düsseldorf war das, ne? Dass es so ein Problem gibt wie in Düsseldorf. Aber ich, wird nicht passieren. Aber ich freue mich ganz doll und das wird ganz, 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 ganz toll. Und hoffentlich kommen auch ganz viele zur Dance for Future Rave Aufstand. Man merkt schon, du bist super euphorisch, auf jeden Fall total geflasht. Was erwartet ihr euch von heute? Dass die liebe Bundeskanzlerin das Signal versteht und dass das liebe Klimakabinett endlich mal zu einem Klimakabinett und nicht das Lobbykabinett bleibt, das es jetzt ist. Und dass wir einfach weltweit genug Menschen auf die Straße kriegen, damit die wichtigen Menschen in der Politik und Wirtschaft sehen, dass es mehr gibt als Geld und Macht. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen tatsächlich hier zusammengekommen sind, um für das Klima zu demonstrieren. Und das ist auf jeden Fall ein großes Zeichen und zeigt uns und auch der Politik, wie wichtig es ist, unsere Zukunft zu beschützen, weil wir haben nur diesen einen Planeten und den sollten wir uns auf jeden Fall erhalten.